Und ich wurde auch in den Kommentaren gefragt, wie ich denn zu meinem YouTube-Namen gekommen bin. Ja, also diese Geschichte ist ein bisschen kurios, weil... Hallo Leute, ich bin's GigaLP und heute gibt's mal wieder ein nachkommentiertes Video. Ich würde sagen, wir fangen gleich direkt mit der ersten Runde an. So, ich spiele auf der Map Western und ich habe schon den ersten Kill gemacht und es war einfach so nice, der boxt ihn noch mit der Angel und das war einfach der Move des Todes, Alter. Richtig nice fand ich und ja, ihr seht schon, ich habe das Mage-Kit dabei und habe auch noch Suppen, weil ich vorher einen Typen getötet habe. Ich habe die Aufnahme erst, bisschen zu spät angeschaltet, das tut mir ein bisschen leid, aber ja, so, der Typ will mich runterangeln, aber er tüpft halt mit seiner scheiß Angel nicht, war jetzt ein bisschen bitter für ihn, dann hole ich die Cobwebs erst ein bisschen verspätet raus, man muss auch dazu sagen, ich habe die, Aufnahme jetzt schon übel lang, also ist schon übel lang her, dass ich diese Aufnahme gemacht habe. Der Typ hat gönnt sich das Mage Kit, aber da ich halt die Suppen habe, kann er mir gar nichts machen, und er gönnt sich auch noch Reggae Tank. Ja, ich sup halt mit meinen nicht vorhandenen Sub-Künsten und hab die Runde dann auch noch gewonnen. Ich meine, war jetzt nicht die kürzeste, war jetzt nicht die längste Aufnahme, aber naja, ich würde sagen, wir machen gleich weiter. Dieses Mal spielen wir auf der Map Sokri und ich habe wieder das Mage-Kit dabei. Wie gesagt, ich habe ja schon mal in einem Video angesprochen, dass ich dieses Alles-Skywars-Achievements-Video remaken will und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass ich es wirklich tun werde. Hab noch nicht angefangen damit, es ist relativ viel Arbeit, weil ich ja die ganzen Fotos machen muss und bla bla bla. Aber ich habe mir gedacht, da ich ja jetzt alle Achievements habe, ich habe sogar ein Video darüber gemacht, wie ich das letzte Achievement mir hole. Und ja... das wollte ich einfach nochmal machen, weil meine Mikroqualität war damals noch so richtig scheiße und ja, so viel dazu. Also Leute, zum Thema Feed the Beast. Es macht mir relativ viel Spaß zu spielen, aber ich habe das Gefühl, es kommt nicht gut bei euch an und ich weiß nicht, also soll ich es weiter hochladen oder soll ich es einfach privat spielen? Es gäbe natürlich noch die Möglichkeit, dass ich es immer streame, dass es ein Streaming-Projekt wird, weil ich livestreame jetzt nicht so oft und es werden halt immer nur kürzere Streams, vielleicht so halbe Stunde bis dreiviertel Stunde streamen, also jetzt nicht so 2 Stunden oder ja 3 Stunden wie beim letzten Mal. Es war übrigens ein richtig nicer Stream. Ich habe irgendwie, wir waren irgendwie zu 10 in der Party auf Gomme, haben sie in Kurs alles weggerackt, weil ein paar haben kein Premium und dann konnten wir nicht Skywars spielen. So, der Typ geht jetzt auch hart down, oder? Geht er down? Ja, da ist er down. Sehr schön. So, ich habe noch falsch an irgendwas gehört, egal. Der Stream war auf jeden Fall richtig nice. Ich habe wieder Bock auf sowas, aber ich muss natürlich erstmal die Zeit finden. Am besten irgendein Wochenende, wo ich Zeit habe, wo es vielleicht das Wetter nicht so gut ist. Ich schaue gerade raus und merke, das Wetter ist richtig nice. Ich gehe nachher noch raus. Und ich wurde gerackt. Also ja, genau. Feed the Beast. Soll ich es einfach gar nichts damit machen? Also nicht streamen, nicht aufnehmen. Soll ich es hochladen auf YouTube? Ich werde es natürlich nicht cutten, weil das wäre einfach viel zu viel Arbeit. Oder soll ich es einfach streamen? Ja. Könnt ihr bitte abstimmen? Ich werde wahrscheinlich, wenn ich dran denke, eine Abstimmung oben machen. Könnt ihr auf dieses i klicken auf dem Handy und ich weiß gar nicht, auf dem Desktop, wo man da hinklicken muss. Ich glaube, das wird im Screen eingeblendet. Ja, so. Ah, da bin ich sogar mit Kitty Carla in der Runde. Wieso bin ich da mit Kitty Carla in der Runde? Mach ich den Ton an? Ich mach mal den Ton aus. Oder? Soll ich den Ton anmachen? Ich weiß es gar nicht. Also Kitty Carla ist auf jeden Fall in der Runde. Ich werde gleich ein bisschen vorspulen. Also einen Cut setzen, weil hier im Moment passiert ja gerade noch nichts. Wie gesagt, ich hab nicht mein Schwert. Nice. Okay, wir sind jetzt schon bei den Gegnern. Ich gebe uns kurz Stärke-Tank. Und sie brennt. Ach so. Nein. Oh, ich wäre beinahe in die Lava reingesprungen. Komm schon. Aber den einen können wir machen, der ist low. Ja, oder nicht. Gleich geht's weiter in den Kampf rein. Der Typ ist auf jeden Fall down. Das ist sehr schön. Ich hoffe, das Audio ist jetzt synchron. Oh, scheiße. Okay, die Carlas Stimme ist auf einmal wieder da. Okay, Audio wird gemutet. Tut mir leid, Leute. Jetzt ist kein Gameplay. Sound mehr da. Da habe ich mit die Carla gerade geskypt. Ich wurde gefickt. Ist da unten. Ist auf jeden Fall auch nice. Ja, gut. Wo war ich stehen geblieben? Ich bin komplett aus dem Konzept gebracht worden jetzt. Ja, genau. Ich hoffe, dass das Audio jetzt synchron ist, weil ich habe jetzt ein bisschen, im aufgenommenen Video vorgespult. Und...
Ja, das ist immer ein bisschen problematisch, das dann wieder synchron zu bekommen. Ich hoffe, ich habe es geschafft. Wenn ich dann eben nicht. Und der Typ wird gedroppt. Nice. Sehr schön. Genau, falls ihr mein letztes Video auch nicht gesehen habt, da habe ich auch gesagt, dass der Typ jetzt gedroppt wird. Das habe ich natürlich auch gesagt. Nein, ich habe natürlich im letzten Video gesagt, dass ich nächste Woche nach Italien fahre. Ich weiß nicht, wann ich dieses Video jetzt veröffentlichen kann. Das muss ich auf jeden Fall mal schauen. Und ja, nach Italien läuft auf jeden Fall bei mir. Pfingstferien wird auf jeden Fall ziemlich nice. Ich freue mich immer ziemlich auf Italien, weil es eigentlich richtig nice immer. Und ja, der Typ hat anscheinend im Wasser überlebt. Das finde ich jetzt eigentlich nicht so nice. Ja, genau, da unten gabelt der rum. Und der Typ kommt. Aha. Können wir da noch irgendwas machen? Mann, ist halt ärgerlich, dass... Ja, er ist down. Hoffentlich landet er nicht im Wasser, das wäre auch ziemlich scheiße. Ja, gut. Ich höre zwar keine Sounds, aber naja. Ich schau mal, Kitty Color, bist du noch da? Ja, Kitty Colors Stimme ist noch da. Ich habe die Runde sogar gewonnen. Das ist ziemlich nice. Und dann geht's gleich weiter. Und Leute, was ich noch sagen kann, ich muss ja immer zwischendurch überlegen, was ich jetzt noch so sagen werde. Ich meine, ich sitze ja jetzt hier und muss einfach das Video irgendwie mit Stimme füllen. Und ich wurde auch in den Kommentaren gefragt, wie ich denn zu meinem YouTube-Namen gekommen bin. Ja, also diese Geschichte ist ein bisschen kurios, weil ihr wisst ja sicherlich, ich bin richtig unkreativ. Und ja, also ich habe ja mit YouTube angefangen, dachte mir so, ja, kann man mal machen. Und dann ist mir aufgefallen, ja, ich muss mir jetzt noch irgendeinen Namen überlegen. Ja, scheiße, ich habe keine Ahnung, was ich nehmen soll. Hab halt irgendwie versucht, mit meinem echten Namen irgendwelche Kombinationen zu bilden. War alles scheiße. War auch irgendwie, ja, hat alles nicht sehr gut geklungen und war halt einfach, naja, war nicht so nice. So, habe ich halt mir so gedacht, ja, was kannst du jetzt machen? Dann habe ich so im Internet, ich weiß nicht mal wie genau ich es gefunden habe. Da habe ich erstmal einen Double Kill gemacht, fällt mir da auf. Ich weiß nicht genau, wie ich drauf gekommen bin, wie ich es gefunden habe. Ich weiß nicht, es ist schon so lange her. Und dann habe ich so im Internet so eine Seite gefunden, YouTube Name Generator. Und ich habe meinen Krank gedroppt. So, komm. Ah, den Combo ich auch weg. Sehr schön, schon drei Kills. Die Runde läuft ja schon richtig. Und dann habe ich halt so ein bisschen geschaut, was da so gibt. Und dann war irgend so ein Name mit Key. Und dann dachte ich mir, also dieses Key sah cool aus, optisch hat sich auch cool angehört. Und dann wollte nicht einfach nur dieses Key, ich wollte noch irgendwas dranhängen. Hab's überlegt, was kannst du noch dranhängen? Go, nee, Go hört sich scheiße an. Aber Ga hat mir dann gut gefallen. Ich hab nicht weiter eigentlich drüber nachgedacht. Ich habe das Erstbeste genommen und ja, mittlerweile finde ich den Namen eigentlich ganz okay. Am Anfang war es noch ein bisschen komisch, aber mittlerweile finde ich es eigentlich ganz okay. Und ja, das ist die Geschichte zu meinem YouTube-Namen. Es hat keine Bedeutung, hat einfach keinen Hintergrund wirklich. Muss man einfach mal so sagen. Und dieses LP erklärt sich ja von alleine, Let's Play. Vielleicht ist es ein bisschen unnötig. Ich meine, wer hat schon LP am Namen, aber Kiga... Ja, das könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben. Soll ich dieses LP, ich kann ja meinen YouTube-Namen, glaube ich, ändern, wenn ich meinen Google-Plus-Namen ändere. Euch dürfte es ja bereits aufgefallen sein, dass in meinem letzten Video das Thumbnail so ist, soll ich meinen YouTube-Namen ändern? Was ist da los? Und dann ist mir erst später aufgefallen, dass ich einfach das falsche Thumbnail hochgeladen habe, also zum falschen Video. Naja, also jetzt haben wir heute für dieses Video nochmal dasselbe Thumbnail, also nicht mehr ganz, glaube ich. Ich weiß nicht, habe ich dasselbe Thumbnail oder nicht. Egal, ich wollte euch nur sagen, dass, ja, ich verkackt habe. Und dann, wäre mal meine Frage an euch, soll ich dieses LP behalten, also immer meinen Namen, oder soll ich es einfach Kiga, soll ich es einfach bei Kiga belassen? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ist das mein Teammate? Oh ja, ist mein Teammate, Alter. Ich dachte mir, es ist irgendein anderer Typ, weil der einen weißen Namen hatte. Ja, also bitte auch jetzt abstimmen. LP oder kein LP. Weil es mein, so ein richtiges Let's Play mache ich nicht. Ich meine, das ist jetzt die 69. Skywars-Folge. 69. Ja, nee, war jetzt nicht richtig. Ja, nee. Und, könnte man schon fast als Let's Play sehen, aber ich sehe es eher als, ja, nein. Nicht als Let's Play. Und damit werde diese Frage auch beantwortet, würde ich sagen. Also in den Kommentaren... Jo, ich war beinahe gedroppt. Also in den Kommentaren beantworte ich Fragen eher selten. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Aber naja, ist halt so.
Und da habe ich die Runde gewonnen. Nice. Immer diese Leute, die GG, Mitte safe, alles safe, Hashtag Mitte Crew. Immer die dann irgendwas instant reinpasten, ist halt, ja, finde ich irgendwie komisch. Das wird jetzt die letzte Runde für heute. Auf der Map Tavern mit dem Tankit, ganz klassisch, so wie immer halt. Ja, ich überspringe einfach gerade den Equipment-Part und ich sehe schon, ich habe einen Diablo-Spotter. Nice. So Leute, ich baue mich jetzt erstmal zu den Gegnern rüber. Der Typ ist easy erstmal weggeflankt. So, oh, der hat Pilzkuh. Kann ich den Sound eigentlich wieder anmachen oder was skype ich noch mit Kitty Carlo? Nein, in dieser Aufnahme skype ich sogar nicht mehr mit Kitty Carlo. Vielleicht war es letzte Aufnahme auch schon nicht. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe den Sound die ganze Zeit ausgehabt auf jeden Fall. Ich habe gerade die Heiltränke weggeworfen, aber das liegt einfach daran, dass ich ja die ganzen Suppen habe und Suppen sind ja alle mal besser als irgendein Heiltrank, Alter. Ich hole mir einfach noch mehr Suppen, mache mein ganzes Inventar voll und ich würde sagen, ich mache nochmal einen kleinen Cut, weil wir sind schon bei fast 15 Minuten. Nein, sind wir nicht. Ich verzähle mir wieder Scheiße. Ja gut, dann eben nicht. Okay Leute, also wir mit ganz oft geschrieben, also sei es auf Skype oder irgendwie auf Gomme Privatnachricht, werde ich ganz oft gefragt, ob wir zusammen zocken können. Und das habe ich schon sehr oft beantwortet. Wenn ich einfach nicht antworte, dann habe ich entweder gerade keine Zeit oder einfach keine Lust. Ich merke natürlich, wenn mir jemand öfter schreibt und ich dann mal Zeit habe, dann lade ich den auch in eine Party ein. Aber es ist ein bisschen nervig, wenn dann jemand kommt und einfach 50 Mal schreibt, können wir in eine Party gehen oder so. Also das ist ein bisschen nervig, finde ich schon. Also einmal schreiben reicht oder vielleicht zweimal. Aber man muss dann nicht so penetrant. Das finde ich dann wirklich ein bisschen nervig. So penetrant. Oh, die Aufnahme laggt. Das ist ein bisschen blöd. Da habe ich wahrscheinlich nebenbei gerendert, während ich es aufgenommen habe. Das ist ein bisschen blöd. Naja. Und der Typ wird es auch hart gemacht. Der hatte eigentlich fast gar nichts. Also Leute, für die Zukunft bitte merken, ihr könnt mich gerne fragen, ob ihr an einer Party könnt. Aber wenn ihr seht, dass ich gerade irgendwie mit Roku Oku oder mit Kiki Kalo oder so in der Party bin, dann jo, lag. Alter, was? Zum Teufel, es lag natürlich hart. Dann, ja, wisst ihr eigentlich, dass ich gerade einfach mit meinem Real Life. Ja, ich habe 69er Ping. Ja, alles klar. Ah, alles klar, Leute. Ich glaube, ich feiere sogar noch so hart, dass ich einen Screenshot mache. Aber, ja, nee. Alter, wer hat denn hier bitte die Map so abgefackelt? Was ist denn das? Jo, no, lag. Ah, Digga. Was ist denn das? Das ist einfach ein bisschen blöd. Weil wenn ich render, dann braucht mein CPU so viel Leistung, dass es halt fürs Aufnehmen nicht mehr ganz so reicht. Aber es ist jetzt nicht zu krass. Es war mal schlimmer, dass die Aufnahme komplett zerstört war, während ich gerendert habe. Ich habe auch noch richtig viele Suppen, also daran scheitert es sicherlich nicht. Und da wäre ein Weg in die Mitte. Ich weiß nicht genau, wo sind die nächsten Gegner? Ich habe jetzt nicht auf den Kompass geschaut. Ist da oben jemand? Jo, lag. Also lasst euch von den Lags bitte nicht irritieren. Es leben 4 Spieler. Ich weiß nicht, ist es ein Team? Ist es kein Team? Das ist die große Preisfrage. Wer hat denn hier den Weg angefangen, aber nicht weitergebaut? War ich das gerade vorhin? Ich glaube, es war ich. Ich habe auch noch so ein Low-Schwert. Ich will nicht, dass es kaputt geht. Es leben aber auch eh nicht mehr so viele Spieler. Ich glaube, für die sollte es reichen. Aber der Kompass zeigt da in die Richtung. Da kann ich einfach nichts dagegen tun. Wo zeigt der denn hin? Ist der oben oder unten? Oben oder unten? Das ist jetzt hier die Frage. Sein oder nicht sein? Okay, die Kisten wurden leider alle gelootet. Das ist jetzt schade. Mann, Alter. Immer diese Leute, die sich dann verstecken. Ich meine, ich bin's wohl dir. Was will der gegen mich ausrichten? Oder hat sich jemand zugebaut? Das ist da locker. Locker ist der da. Komm schon. Hä? Wo bist du denn jetzt? Ah, da oben auf dem Baum. Ich sehe dich. Ach, du hast auch gar nichts, Mann. Ja, da war gar nichts. Da macht er einfach auch nichts. Was willst du denn jetzt von mir? Ist er gedroppt? Oh, hi. Da bist du. Ja, du machst halt wirklich nichts. Was hatte der für ein Kit? Der hatte locker nur Starter-Kit oder so und hat sich keine Kisten gelootet. Ich meine, wenn man irgendwie auf Skywars oder auf Gomme geht, dann muss man noch diesen Server irgendwo herkennen. Dann muss man ja auch so ungefähr wissen, wie dieser Spielmodus funktioniert oder nicht. Also irgendwie, na, ist es mein Teammate? Nein, ich habe gar kein Teammate mehr. Ich habe auch nichts zum MLG, egal. Der Typ hatte, glaube ich, Spinnweben, aber ja.
Die Suppen sind mir ehrlich gesagt wichtiger, auch wenn ich jetzt gedroppt werde. So. Ich will einfach warten, bis der Typ kommt und dann mache ich den. Lag, oh shit, jetzt lagt aber richtig hart. Das ist ein neues Schwert, das ist sehr schön, das gönne ich mir erstmal. Okay, der Typ gibt mir hart. Der, oh, Alter, nee. Ah, das ist mein Ende. Das ist einfach mein Ende. Ich sehe es kommen, auch wenn ich Suppen habe. Gegen den Typen habe ich keine Chance, der ist zu gut für mich. Ja, seht euch den an. GG. Naja, kann man sich jetzt fragen, ob der gehackt hat? Jetzt im Nachhinein, wenn ich es anschaue. Glaube ich eher nicht mehr, aber naja. Wir wollen jetzt einfach mal den in Blue lassen. Ich play ein bisschen rum. Ja, muss natürlich auch sein. Aber ich mache extra noch ein Fragezeichen dahinter. Ich stelle es in Frage. Aber naja, das war's auch dann schon mit diesem Video. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob der eurer Meinung nach gehackt hat. Ich schaue es mir gerade nochmal an. Warte mal. Den Fight schaue ich mir nochmal an. Seht ihr jetzt nicht mehr. Aber ich blende ihn vielleicht für euch nochmal ein hier. So, er gibt mir halt. Ja, ja, ich. Nee, ich glaube, es war. Ich glaube, es sind keine Hacks. Dann nehme ich das jetzt hiermit zurück. Und dann beende ich auch hiermit die Folge. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.